Ich bin ein Narr. Holt mich hier raus. Für Juli 2011. Narrenhände beschmieren Tisch und Wände oder Kunst kommt vom Können. Solche oder ähnliche Sprüche kriegt wohl jeder malende Künstler im Laufe seiner Karriere mal zu hören. Das macht aber deutlich, wie schwierig die Unterscheidung von Profi und sich selbst finden Amateur gerade in der bildenden Kunst ist. Haben wir nicht alle schon mal einen Pelikan DIN A4 Bogen gewassermalt oder einen Haufen Ton zu einem Charakterkopf geformt? Das Abgrenzungsgespenst verbreitet Angst und Schrecken und manchen bildenden Künstler fehlt die Gelassenheit und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Konkurrenz belebt das Geschäft und füllt auch die eine oder andere Künstlertasche. Das Volk versteht die oft barschen Umgangsformen innerhalb dieses Kunstbetriebes nicht. Es guckt und kauft, was ihm gefällt. Das ist manchmal auch der röhrende Hirsch oder, oder die umhäkelte Klopapierrolle. Über Geschmack kann man sich streiten, aber dieser Streit führt zu nichts. Entweder man hat ein Auge für den Unterschied zwischen Amateur und Profi oder nicht. Und nicht immer ist der zu zahlende Preis ein Garant, Qualität eingekauft zu haben. Deshalb vertraue ich meiner Clownsnase und dem Gefühl, das gefällt mir. Im Gegenteil zu der überschaubaren Narrenszene bin ich immer wieder überrascht, wie viele Kollegen sich als bildende Künstler tummeln. Gaukeln taumel ich von Bild zu Objekt und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. So viel Kunst! Vernissagen, Finissagen geben sich dem Pinsel von Galerie zu Sparkassenfoyer, von Krankenhauskantine zu Empfangshalle in die Hand. Aber auch im Museum und der Künstlersiedlung Halfmannshof kann sich das bierselige Volk genetisch oder real die Nase platt drücken. Wer nicht weiß, wo die Künstlersiedlung Halfmannshof im schönen Gelsenkirchener Süden zu finden ist, Richtung B1 fahren und dann links, hinterm Krankenhaus links, der Beschilderung folgen. Dort hocken mehrere Künstler aufeinander, eher bildlich gesehen, denn jeder von ihnen hat nicht nur Atelier und Arbeitsräume, sondern kann hier auch seine Freizeit verbringen. Dieses Gelsenkirchener Vorzeigeobjekt lebt schon seit 1931 und feiert seinen 80. Geburtstag. Leider hat noch keiner die Geburtstagskerzen eingekauft. Da herrscht ein zu großes Durcheinander, dass man nicht mehr weiß, kosten die Kerzen jetzt 15 Euro oder sind die schon für 40 Euro zu haben? Auch die Geburtstagsgäste sind sich nicht sicher, ob sie miteinander feiern wollen oder können. Als beobachtender Narr weiß man nicht, was man denken soll. Zwar kenne ich ein paar von den Künstlern auch persönlich und schätze sie, aber klüger macht mich das auch nicht. Ich weiß, dass es ihnen an den Kragen gehen soll. Ja, sprich, die vermietende Wohnungsbaugesellschaft es leid ist, immer nur miese zu bilanzieren und am liebsten dieses Sahneteilchen verhökern möchte. Meistbietend, versteht sich. Da spielt Tradition und langes Wirken keine Rolle. Da wird nicht gefragt, was du gestern geleistet hast, sondern nur nach der Zukunft geblickt. Und die ist grau, grauschwarz, schwarzgrau, schamolgrau, zappenduster, wenn nicht bald alle dort lebende Künstler ihr Potenzial entfalten und denen mal zeigt, was eine Hake ist. Aber da braucht man natürlich jemanden, der diese Hake auch hochhält. Im Moment kommt es mir eher so vor, als wartet jeder darauf, dass der andere mal was macht. Und wenn der dann was macht, dann ist es garantiert verkehrt. Aus meiner Narrenperspektive wird es da auch schon ganz schön kompliziert. Denn die Wahrheit hat viele Väter und was für den einen richtig ist, kann für den anderen nicht falscher sein. Aber eins weiß ich aus langer Narrentradition. Man kann sich nicht auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen, sondern muss immer wieder neue Lorbeerkränze flechten.
trotz und gerade wegen der Vergangenheit. Natürlich ist es schön, dass es den Halfmannshof schon so lange gibt. Natürlich haben sie zwischen 33 und 45 nicht nur Hakenkreuze gemalt oder gebildhauert. Es gab da aber nachweislich einige Kollegen, die eher einen braunen Mantel anhatten als eine Narrenkappe, unter der Vielfalt und Toleranz lebten. Aber wer heute mit großer Klappe daherkommt und sich zu Moralisten aufspielt, hat im falschen Stück Platz genommen. Im Nachhinein kann man alles in Grund und Boden verdammen, aber aus der Vogelperspektive kann man andere nur auf den Kopf kacken und findet keinen benötigten Augenkontakt. Zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen gehören die Besuche auf der Granger Kirmes. Genauer gesagt meine Besuche beim Kaspertheater an der Bushaltestelle links, direkt neben dem Bierzelt. Da wurde mitgefiebert, mitgelacht, die Hände zum Applaus gehoben. Das wahre Leben eben. Der Kasper verschwartet das Krokodil und bringt damit Tausende von Kinderherzen auf den Pfad der Gerechtigkeit. Und damit spielt das Kasper-Theater auf der Traditionsflöte und hat eine große Tradition bei der Menschheitsentwicklung und Pflege durch Kunst. Aber das Kasper-Theater, das im Moment im Halfmannshof meist hinter geschlossenem Vorhang spielt, findet seine Gretel nicht, sondern lässt den Polizisten seinen Stock schwingen und vor dem Krokodil warnen. Aber wenn das Krokodil kommt und die Künstler sieht und verschlingen will, dann hilft nicht der Polizist, nicht die Gretel und schon gar nicht die Großmutter. Da kann man sich nur gegenseitig helfen. Denn ob der Halfmannshof einen Kasper findet, der es richtet, das steht in den Sternen. Ich bin da skeptisch und muss an die Internationale denken. Erinnert ihr euch noch, uns aus dem Bösen zu erlösen, können wir nur selber tun. Damit sich der Vorhang nicht für immer schließen muss, sollte das Spiel offen und transparent geführt werden. Ehrlichkeit und Respekt im Umgang mit dem anderen. Denn wenn es knallt, wird es nicht einen, sondern alle erwischen. Da müssen alle ihr Bündel schnüren. Die Abrissgeier kreisen schon über dem Halfmannshof und warten auf Beute. Also fragt der Narr. Seid ihr alle da?